Ich bin mal wieder im Angelparadies Hochmoor und der Stefan will gleich für mich kochen. Welsfilet, Spargel, Knoblauch, Tomate, Erdbeeren, Chili. Das soll ein Gericht werden. Na, ich bin ja mal gespannt. Ich gehe gleich mal in die Küche und gucke mir das an. Aber auf die Zusammenstellung brauche ich erstmal einen Kaffee. Ja, hier sind unsere Zutaten für unsere Erdbeer-Tomatensalsa. Frische Erdbeeren, schöne reife Tomaten, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Chili. Und daraus machen wir jetzt sowas Leckeres. Für die Salsa lassen wir zuerst Zucker in Butter und Wasser karamellisieren. Anschließend werden in dem Karamell nach und nach Frühlingszwiebeln, Kirschtomaten, eine Chilischote, eine Knoblauchzehe, Pfeffer, Salz, ein Schuss Essig und die Erdbeeren gegart. Sollte die Salsa beim Einkochen zu dick werden, muss man unter Umständen etwas Wasser zugeben. Die Welsfilets sind ruckzuck vorbereitet. Einfach etwas Barbecue und Fisch drauf, in Mehl wenden, etwas abklopfen und dann braten. Ein Video zum Welsfiletieren findet ihr auf meinem anderen Kanal Mike's Big Trouts, Hashtag 76. Wels, Waller, grätenfrei filetieren. Der grüne Spargel wird im unteren Drittel dünn geschält und in Butter oder Butterschmalz angebraten. Etwas Salz dazugeben, etwas braunen Zucker und ein klein wenig Wasser. Als letztes kommt noch etwas Zitronensaft dazu. Dann möglichst knapp braten, der Spargel soll noch richtig knackig sein. Im Gegensatz zu den meisten Fischsorten darf Wels ruhig etwas scharf angebraten werden. Das heißt, wenn er ein bisschen braun wird, ist das überhaupt kein Problem. Er schmeckt eigentlich dadurch nur noch besser. Das sieht doch schon mal gut aus, was der Stefan da gekocht hat, oder? Der Spargel ein bisschen angebraten, nicht gekocht in Wasser, diese Salsa und dann auch das Welsfilet und zwar ein bisschen krosser gemacht. Also durchaus ein bisschen scharf angebraten. Das
bekommt so einem Welsfilet sehr, sehr gut. Auch wenn man Afro-Wels macht, genauso. Ein bisschen schärfer anbraten. Das schmeckt deutlich besser, als wenn man das so lasch nur brät. Anders als bei Dorsch zum Beispiel, so einem völlig fettarmen Fisch, da ist es wirklich besser, wenn man den wirklich dünstet oder sowas, dass er noch glasig ist. Auf jeden Fall, den würde ich nie so anbraten, dann wird er trocken. Das ist bei Wels nicht der Fall. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, ob es schmeckt. Man sieht also wirklich, der ist immer noch wirklich saftig innen drin. Und dann diese Salsa dazu. Das ist phänomenal. Also diese Salsa, wenn ich nicht wüsste, dass da Erdbeeren drin sind. Super gut. Total lecker. Und Spargel esse ich sowieso total gerne. Gerade bei diesem grünen Spargel kann man das gut machen, dass man den nicht kocht, sondern wirklich anbrät. Ich mache den auch auf dem Grill häufiger. Sensationell. Aber diese Salsa auch. Super, super gut, was der Stefan da gekocht hat. Ich würde mich wie immer über ein Like und über ein Abo freuen. Bleibt dran, jeden Montag neue Videos über das Zubereiten von Fisch.